Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Above Snakes. So, wir werden mit unserem Pferdchen nach Corpse Creek eilen und auf jeden Fall schauen. Ja, ich warte mal, hätte ich mir nicht hier sogar ein besseres Gewehr noch machen können? Ich habe da jetzt eigentlich Silberbahn, da muss ich noch mal ganz kurz reinschauen. Da brauche ich 3 Silberbahn und Metallschrott. 3 Silberbahn und Metallschrott, das habe ich doch eigentlich. 3 Silberbahn und Metallschrott. Leute, das... Ich habe 3 Silberbahn und Metallschrott. Da machen wir uns nämlich noch so eine bessere... Waffe. So, die können wir uns nämlich herstellen. Der Falke. Sehr schön. Wunderbar. So, dann werden wir die auf jeden Fall... Das ist Stufe 5, das ist Stufe 6. Werden wir ausrüsten. Und dann rüsten wir natürlich auch unsere Silberhacke aus, ne? So. Haben wir definitiv eine bessere Waffe. Wir haben 49 Schuss. Und damit können wir jetzt ohne Probleme, denke ich mal, die Mine betreten. Ich würde gerne mal schauen. Zwei Treffer. Okay, das ist natürlich cool. Zwei Treffer, sehr gut. Hier habe ich ein Buch gefunden und wahrscheinlich Knochen. Knochen ist ja für Dünger ganz gut. Außer, dass unsere geistige Gesundheit hier nach unten abfällt. Das ist natürlich nicht so prickelnd. So, dann werden wir uns hier oben die wilde Möhre noch schnappen, dass wir auf jeden Fall nach Hause kommen. Silber gibt es hier leider nicht mehr. Aber ich hoffe doch mal, ich muss jetzt hier nicht noch irgendwie was bauen oder so. Also 2 Fackeln haben wir immerhin gefunden. Die Fackel kann ich aber auch benutzen. Sehr gut. Okay, was erwartet uns hier unten? Was erwartet uns hier unten? Stoff und was zum Verkaufen ist hier. Okay, einen Pfeil nehmen wir noch mit. Können wir natürlich nicht. So, Spitzhacke wurde verbessert. Silbererz nehmen wir mit. Und hier kommen wir nicht durch. Warum kommen wir hier nicht durch? Das ist eine gute Frage. Ich finde den Ursprung der Ereignisse. Ja, ich komme hier aber nicht weiter nach unten. Ich kann hier nur ganz normal wieder rausgehen. Weil übers Wasser komme ich ja nicht. Ach, da kann ich hin hier unten. Einmal abgeballert, sehr gut. Okay, Moment. Leben habe ich hier. Spielkarten. Und ein bisschen Erz. Ich kann hier unten rein. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich ins Wasser kann. Okay, sehr schön. Was haben wir denn hier jetzt?
Hier ist ein großes Tor. Okay, was muss ich hier machen? Was habe ich denn eigentlich? Mir fehlt noch eine Rune. Ich verwende mal die Fackel. Oh Gott, okay. Was war das für ein fetter Zombie hier? Luxuriöser Stoff, sehr gut. Und hier ist auf jeden Fall noch Silber zu finden. Nehme ich definitiv mit. Okay. Ah, jetzt brennt das. Muss ich wahrscheinlich noch auf die andere Seite gehen. Das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein riesiges Monster. Ja. Ist definitiv hier. Sehr schön. Auch den haben wir platt gemacht. Aber meine geistige Gesundheit ist total im Keller. Aber hier gibt es richtig viel Silbererz. Mein Fuchsi oder beziehungsweise mein Wolf ist nicht mit hier runter. Golderz hast du. Okay. Jetzt müsste eigentlich die zweite Fackel hier auch leuchten, ja. Und dann öffnet sich das Tor und es geht weiter. Okay, werden wir den Ursprung dieses Übels finden? Bin gespannt. Okay. Was ist das hier? Ein Kalender. Aber er sieht so aus, als sollte er funktionieren auf irgendeine Weise. Irgendwas scheint zu fehlen. Hallo Ayana, so sehen wir uns wieder. Verstorbene Älteste. Du bist wahrscheinlich ziemlich überrascht, uns hier auf einmal alle zu sehen. Sag ihnen, dass du diesen Ort wiedererkennst. Ich glaube, ich kenne diesen Ort. Ich habe euch hier alle schon einmal getroffen. Korrekt. Dein Geist war hier und hat uns aufgesucht. Aber in diesem schreckhaften Moment haben wir uns dazu entschieden, zu dritt zu dir zu sprechen. Ausgerechnet hier an diesem Ort, wo Zeit und Materie zusammenkommen, mein Kind. Ein vergessenes Ereignis ist nun doch eingetreten. Du wirst feststellen, dass sich die Mechanismen nicht mehr drehen und seitdem alles aus Stein gemeißelt ist. Welchen Mechanismus meint er? Wovon wir sprechen, ist der Ursprung von allem. Wenn er sich nicht dreht, geraten die Dinge aus dem Ruder. Siehst du, wie unverdrückbar dieser Ort jetzt ist? Er ist nicht mehr wie früher. Etwas wurde genommen, der Schlüssel, der alles drehte, und in dem Moment passierte es. Der Mechanismus zerbrach und seine Teile schleuderten ins Jenseits. Durch diese Tat hat etwas Größeres, etwas Mächtiges seinen Zorn auf eure Welt gefesselt. Du und alle anderen, ihr habt die Konsequenzen davon gespürt. Im Laufe der Zeit fanden wir die Fragmente eines nach dem anderen und übergaben sie an jemanden, dem wir vertrauen konnten. Jemanden, der die Herausforderung und Angst überstehen würde. Nachdem wir das letzte Stück gefunden hatten, versammelten wir uns hier und warteten, bis du erscheinen würdest. Und nun bist du hier. Nimm dieses letzte Fragment. Wenn es erst einmal mit den anderen Teilen vereint ist, sollte es eine wahre Führung geben, wie sie sie noch nie zuvor gefühlt und gesehen haben. Lass dich führen, wir werden hier sein. Warten. Warten darauf, dass du zurückkehrst, um das, was zerstört wurde, wieder zu erneuern. Mysteriöses Fragment erhalten. Alle Fragmente. Es sieht so aus, als hättest du die vier Fragmente zusammen im Ganzen vereint. Sie beginnen zu leuchten und scheinen eine Richtung zu zeigen. Okay, muss ich das jetzt folgen? Okay,
Okay. Es zeigt zum Bürgermeister garantiert, oder? Ja. Irgendwas beim. Der hatte doch so ein Fragment gefunden. Ja. So, Sie sind also zurückgekehrt. Was ist der Grund für Ihre Rückkehr? Was ist das für ein Fakt über deinem Kamin? Aha, dieses Ding. Ich weiß nicht genau, wofür es verwendet wird oder woher es stammt, aber es ist meine neueste Trophäe. Sie wurde mir vom Präsidenten der Eisenbahngesellschaft persönlich geschenkt. Frag ihn, ob du sie ausleihen kannst. Ich glaube, das ist die Seuche verursacht. Kann ich sie bitte haben, um die Ordnung in der Welt wiederherzustellen? Es ist nett, dass du fragst, aber ich gebe zu, ich habe schon noch jemand etwas anderes meinen Sachen geschenkt und geliehen und habe es nicht die Absicht, jetzt damit anzufangen. Mit der Lieferung des Weibers haben sie mir einen großen Gefallen getan. Es passt perfekt in meine Sammlung und es schmeckt genauso gut, wie wertvoll es ist. Und so werde ich mich revanchieren. Ich erlaube ihnen, es von mir zu kaufen. Für 500 Münzen gehört es ihnen. Einen besseren Preis. Ich kenne das Artefakt aus und es ist nur 300 Münzen wert. Ha! Was glauben Sie, über das Artefakt zu wissen? Es bleibt bei 500, ist ein fester Preis. Dieser Preis ist viel zu hoch, das zahle ich nicht. Also gut, wie Sie wollen. Meine Sammlung bleibt hier komplett. Auf Wiedersehen. Lassen Sie mich mal schnell nachzählen. Moment mal, Sie haben also gar nicht genug wie anmaßen. Kriegen Sie die Finanzen in den Griff, junge Dame. Okay. Das heißt, ich muss das Artefakt. Ich muss das Artefakt also. Boah, das heißt aber auch, dass ich alles. Dass ich alles verkaufen muss. Was ich besitze. Um die 500 Münzen durchzukriegen. Das wird schwierig. Das wird schwierig, obwohl doch, es könnte klappen. Es könnte klappen, auf jeden Fall. Ja. Hat sogar geklappt. Baumrinder kann ich auch mit weggeben. Feuersteine behalte ich. Gefängnisschlüssel, das. Hier Bücher kann ich wegmachen. Ausrüstung, was habe ich denn hier? Pelzschuhe, verstärkte Lederstiefel, Munition. Ne, das behalte ich alles. Obwohl, das Gewehr könnte ich verkaufen. Da habe ich ja das. Das behalte ich. Bei dir selber einkaufen. Ne. Knochen kann ich eigentlich auch verkaufen. Einer. Okay. Aber ich müsste trotzdem. Erstmal ganz schnell nach Hause, weil ich habe total. Meine geistige Gesundheit ist total im Keller. Das ist nämlich gar nicht so cool. So, warte mal, jetzt nehme ich mal das. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Was ist das hier? Geistige Gesundheit. Minus 10. Geistige Gesundheit plus 30. Gegengift, warte mal, so geistige Gesundheit plus 30. Erschöpfung, Hunger. Geistige Gesundheit passt. Ich kann mir auf jeden Fall noch was brutzeln hier. Zweimal Mais und so eine Karotte. Die Karotte nehme ich weg und da packe ich lieber die Blaubeeren noch hin. So, dann nochmal Dünger. So, sieht doch ganz gut aus. Was kann ich denn jetzt hier noch anpflanzen? Wüstensalbei, ja. Dann kann ich nämlich auch schlafen. Karotten baue ich hier nochmal an. Was anderes habe ich ja sowieso nicht. Mit Vanille und Minze bin ich mir nicht sicher, was ich da machen
ich damit machen soll. Aber Baumwolle kann ich nochmal anpflanzen. Oder so eine Beeren. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht, dass ich diese Beeren angepflanzt habe, ne? Diese Blaubeeren. Dann gibt es hier nämlich nochmal Blaubeeren. Sehr gut. Und dann kann ich eigentlich... Schlafen geht noch nicht. Freischalten brauche ich auch nicht. Ich könnte aber theoretisch gesehen... hier noch was hinsetzen. Das würde zum Beispiel hier hinpassen ganz gut. Okay, mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Warte mal, was habe ich denn da? Hammer ist 4. In so einem Bett könnte ich ja eigentlich... zerlegen, versetzen. Kann ich nicht noch ein Bett bauen? Das muss ich wahrscheinlich dann an der Werkbank machen, ja. Munition habe ich denn noch? Ich habe noch 16 Munition. Dann werde ich auf jeden Fall noch mal 30 machen. Weil ich weiß ja nicht, was mich noch erwartet hier. So. Schlafen und ich muss definitiv was essen. So, was macht das hier? Gesundheit und Durst. Da habe ich noch 8 davon. So. Denke mal, das reicht. So, trinken geht nicht. Dann wollen wir jetzt dem guten Bürgermeister mal noch ein... einen Besuch abstatten. Aber vorher würde ich vielleicht sogar hier unten noch mal schauen. Ich hatte jetzt ja noch ein Weltstück hingesetzt, ne? Ob ich hier noch irgendwas einsammeln kann. Da ist auf jeden Fall ein Skelett noch. Kohle gibt es hier. Wasser, Kupfer. Ein komisches Geweih. Pferdehaar, Münze, Pfeil. Okay, gut. Trinken kann ich hier nicht. Aber mal zum Bürgermeister gehen. Hoffe mal, dass der weg... Ah, der ist noch da, okay. Die sind also zurückgekommen, ja. Okay, lassen Sie mich mal schnell nachzählen. Es ist alles da. Nun, so, los, nehmen Sie die Sache. Okay, Sie haben im Büro des Bürgermeisters etwas gefunden, das der Schlüssel zum antiken Kalender zu sein scheint. Er sollte ihn schnell zum Berg zurückbringen. Okay, dieser antike Schlüssel sieht aus, als würde er genau in den antiken Kalender passen. Ich muss in den Kalender stecken und das Ding hier richtig stellen. Okay, jetzt wird's gruselig, Leute. Jetzt fallen ja aber Meteoriten vom Himmel. Okay, und Zombies gibt's auch noch. Oh mein Gott. Schnell hier rein. Ich hoffe ja mal, hier drinnen sind nicht auch noch Zombies. Ja. Aha, da sind sie nämlich wieder. Okay. So viel Schuss brauche ich nicht. Plündern tue ich sie nicht mehr.
müsst ihr jetzt hier ohne Probleme durchkommen. Mal ganz schnell ein Wasser trinken. Und dann wollen wir ja alles wieder mal klarstellen hier. Ich hoffe ja mal, dass das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, einmal einsetzen bitte. Da müsste sich ja das Rad eigentlich wieder drehen, ne? Ja. Dreht sich definitiv wieder und damit sollte alles auf jeden Fall wieder seine Richtigkeit haben. Der Mechanismus wurde in seine ursprüngliche Form zurückversetzt und der antike Kalender dreht sich erneut. Tage und Woche, Stunden und Minute, alles ist wieder so, wie es sein sollte. Sogar das Grollen dort draußen hat aufgehört und die Himmelsrisse sind wieder geschlossen. Und all das dank dir, Ayana. Du hast die natürliche Ordnung der Dinge wiederhergestellt. Und zwar schon immer klar, dass es die richtige Wahl war, dich für diese Aufgabe auszuwählen. Frag sie, warum sie gerade dich ausgewählt haben. Warum habt ihr gerade mich ausgewählt, euch zu helfen? Deine Stärke, aber auch deine Herkunft, Ayana. Du bist das Kind, das aus der Konfrontation heraus geboren wurde. Du warst diejenige, die zerbrochene Beziehungen reparieren konnte. Wo sich die Ansichten oft unterscheiden, kannst du dich in beiden Seiten hineinversetzen. Sieh dir an, was du Gutes getan hast, Ayana. Du hast nicht nur uns geholfen, sondern auch so vielen anderen um dich herum, obwohl du es nicht hättest tun müssen. Du hast den Fischer McRoot gefunden und ihm geholfen, und er hat dir im Gegenzug beigebracht, wie du alle Fische fängst, die du dir vorstellen kannst. Der arme Fischer am Eissee würde sich seinen Fang noch immer jeden Tag mit dem Eisbären teilen, wenn du nicht wärst. Du hast den armen Gebrüdern Braun mit ihrer alten Mutter geholfen, und dann hast du ihr Schicksal besiegelt, indem du sie getötet hast. Du musst dir sicher gewesen sein, dass das Richtige war. Du hast Bird sogar dabei geholfen, seine Vorräte aufzufüllen, als er zu viel Angst hatte, nach draußen zu gehen. Wir sind so stolz auf dich. Wo du die Industrie, die Natur zerstört und vergiftet hat, hast du die richtige Entscheidung getroffen und dazu beigetragen, die Welt ins Gleichgewicht zu bringen, so wie es sein sollte. Jetzt können wir gehen und im Jenseits ruhen. Wir danken dir. Vielleicht sehen wir uns zu einer anderen Zeit und einem anderen Ort wieder. Okay. Ah, das Ende kam jetzt doch, naja, nicht überraschend, denke ich mal, aber dann doch richtig, richtig schnell. Also ich hätte vielleicht noch auf einen schönen Abspann gehofft oder so. Aber wir haben Buff Snakes durchgespielt und haben diese wunderschöne Geschichte zusammen erlebt, um Ayana, die Welt wieder ins Gleichgewicht gebracht hat. Ah, schön. Und damit haben wir auch die Credits dieses Spiels und sind fertig. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal unsere Welt anschauen können, die wir zusammen gebaut haben. Man könnte jetzt theoretisch gesehen noch alles weiter verbinden und noch eine riesengroße Welt schaffen. Aber ich denke mal, so wie wir uns die Welt aufgebaut haben, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Und, huch. Na, ich hoffe mal, dass es nicht jetzt abstürzt. Nee, die Wälder sind oft voller Wildtiere. Okay, das wissen wir. Okay, wir können wahrscheinlich nach dem Abspann, nach den Credits auch noch weiterspielen. Ich denke mal, wir sind jetzt durch mit der Hauptstory. Definitiv. Ja. Und hier ist alles sogar noch gewachsen. Können auch unsere Karotten ernten und unsere Blaubeeren. Sehr schön. Okay, wir haben keine Quests mehr, wir haben aber alle Artefakte. Wir könnten natürlich nochmal nach Corpse Creek gehen und schauen, ob es vielleicht jetzt noch was zu tun gibt. Hallo, dies ist die Schmiede von Corpse Creek. Okay, hier kann ich nur ganz normal Sachen verkaufen.
Und auch Sachen kaufen. Das alte Haus kann ich nicht zerstören. Bin ja gespannt, ob hier jetzt noch Zombies. Ob hier jetzt noch Zombies rumirren. Weil eigentlich müssten wir ja alles. Ja, okay, hier gibt es immer noch Zombies. Hier gibt es immer noch Zombies. Denn der Bürgermeister jetzt noch da ist. Also wir könnten definitiv. Wir könnten hier definitiv noch weiterspielen, denke ich mal. Ja, der Bürgermeister ist noch da. Mit dem kann ich aber leider nicht mehr reden. Wir können uns auf jeden Fall mal unsere Map anschauen, was wir alles erreicht haben. Also hier hinten ist dann das Gebirge gewesen, wo Schluss war. Hier haben wir die Wüste und hier haben wir das verlassene Fort mit den drei Wachtürmen. Der Canyon passt nach Corpse Creek. Es war komisch, dass ich den da hinten habe und hier ist dann Corpse Creek, aber das ist egal. Da haben wir die alte Kirche, hier haben wir die überfallene Ranch. Da hatte ich mal so ein Gebirgestück gesetzt. Hier hinten wird es kalt. Ich brauche mal eine andere Ansicht. Genau. Hier haben wir unseren See mit unserem Fischer, den könnten wir theoretisch gesehen den See noch zu Ende führen. Hier haben wir den Eissee. Hier haben wir ein Dorf, hier haben wir Kashida. Hunter's Rest. Ach, Hunter's Rest, das ist unser Haus, ne? Genau, die verlorenen Vorräte. Also wir haben eine wunderschöne Karte eigentlich gemacht. So, hier haben wir noch ein totes Pferd. Haben wir jetzt echt nur einen Knochen bekommen? Na, großartig. Finde ich gar nicht so cool. Wir können natürlich jetzt nochmal nach zu Basils Farm oder nach Kashida gehen, aber ich denke mal, da wird es keine weiteren Aufgaben für uns geben. Kannst du jetzt komplett nochmal in die Kisten schauen? Chayanas Bogen. Hey, wie ich sehe, hast du einen neuen Freund gefunden, ja. Okay, hier gibt es nichts weiter. Oben wäre noch eine Truhe, wo auch nur ein Schlüssel drin ist. So. Einmal Fleisch und einmal ein Geweih und einmal ein bisschen Leder, obwohl wir das alles nicht mehr brauchen. Wir haben, soweit ich weiß, die besten Werkzeuge, die es jetzt gegeben hat. Da braucht man einen seltenen Schlüssel, den wir natürlich nicht haben. Durch Blaubeer sammeln gibt es Erfahrungspunkte. Wir könnten unsere Welt jetzt noch weiter ausbauen. Aber ich denke mal, so wie wir es haben, ist es jetzt auch okay. Wir haben drei kleine Häuschen gebaut, beziehungsweise ein etwas größeres Haus. Wir haben sogar noch ein Steinhaus gebaut. Da hätte man jetzt vielleicht sogar noch was Größeres bauen können. Vielleicht kann man hier sogar noch ein Bett reinstellen oder einen Spiegel. Da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht das ein oder andere noch fertigen können. Also hier sind nur Holz, hier ist ein Spiegel, da brauche ich Bronze und Glas. So ein Windrad brauche ich Zinn, Holzbretter und Zinnnägel. So, Zinnnägel, was hatte ich da noch? Bronze sollte ich noch. Zinnborn, Glas. Holzbalken oder... Oh, ich habe gar kein Holz mehr. Warte mal, hier habe ich aber noch was. Da habe ich noch Holz. Das sind Holzbalken. Ich brauche Holzbretter und Holzbalken nehme ich auch noch mal. Muss ich mal schauen, kann ich hier... Ja, Zinnnägel kann ich herstellen. Wunderbar. Hier würde noch ein was fehlen, was ich freischalten muss. Beim Amboss.
Na, Schmelzer habe ich alles, Gerberei habe ich alles und hier fehlt auch noch ein was. Ist natürlich die Frage, was. So, warte mal, den Spiegel kann ich herstellen. Das Windrad kann ich herstellen. Den Kronleuchter brauche ich Eisen, Baumholz, Seil. Also Baumholz habe ich, glaube ich, nicht mehr. Für ein Bett brauche ich Stoff und Holzbretter. Stoff und Holzbretter. Aber hier so normal. Warte mal, habe ich jetzt so ein anderes Bett? Nee. Bim, bim, bim. Ich kann mir so ein normales Bett hier noch herstellen. Sehr gut. So, dann haben wir hier auf jeden Fall ein schönes Windrad, was wir hier in der Ecke stellen können. Dann hat man, glaube ich, noch einen Spiegel und ein Spiegel und ein Bett, ne? Und das Bett können wir hier reinstellen und den Spiegel können wir hier reinmachen. Aber dem Spiegel kann ich nichts machen. Da kann ich jetzt sogar schlafen. Wunderbar. Ein Wellstück können wir auf jeden Fall noch setzen. Ich werde mal schauen, dass ich vielleicht sogar noch zwei hinbekomme. Wenn ich hier jetzt so ein bisschen Blaubeeren sammle. Ja, das müsste eigentlich noch klappen. So, dann haben wir nämlich zwei Weltenstücke. Dann schaue ich mal, ob ich noch mal schlafen kann. Ja, ich glaube, schlafen kann ich jetzt immer. So, naja. Was habe ich hier eigentlich noch drin? Hier habe ich noch Bienenwachs drin. Lederstreifen. Hier habe ich sogar noch Holzbretter drin. Baumholz habe ich auch noch. Okay. Vielleicht können wir uns da sogar noch was bauen. Erstmal was trinken. Also am Amboss könnte man jetzt noch einen Silberring machen. Aber ich habe ja schon den Goldborn. Ein Goldring, der bringt auf jeden Fall noch mehr. So, hier bräuchte ich noch zweimal Stoff. Moment, das zweimal Stoff sollte nicht das Problem sein. Dann können wir uns diesen Pelzteppich machen. So eine Kommode, Metallschrott und Holz. So eine Puppe brauche ich auch nochmal Stoff. Moment, Stoff habe ich. Stoff habe ich hier auf jeden Fall auch noch. Und hier brauche ich Metallschrott. Holz, Federn und Leder. Federn habe ich nicht mehr, Holz. Hier konnte ich nur ein normales Bett. Holz und Kaktusfleisch brauche ich für eine Kaktuslansche. Einmal Eisen, ein Seil. Ein Eisenbahn und ein Seil. Brauche ich noch zwei Hanfpflanzen. Die habe ich aber. So. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte... Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt machen wollte. Ein Schaukelstuhl hätte ich noch, da brauche ich dreimal Holz. Ach, hier so ein Kerzenständer, genau. Und bei so einem brauche ich noch dreimal Holz. Okay, dann kann ich mir nämlich noch einen Schaukelstuhl machen. Dreimal Holz ist kein Problem. So. So, ein Schaukelstuhl. Die Frage ist, stellen wir den bei uns dann in... Nee, da will ich hin. So, ein Schaukelstuhl noch. Wunderbar. Was brauche ich für so eine große Kommode noch?
2 Holz und 1 Metallschrott. Ne, das ist kein Problem. Ah, wir müssen auf jeden Fall noch was essen. So. Sehr gut. Bringen wir mal mein Holz, mein Lieber. Sehr schön. So, Metallschrott haben wir auch. Dann können wir uns noch so eine große Kommode machen. Sehr gut. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir das Fell können wir hier vors Bett packen. Die Puppe kommt draußen hin. Schaukelstuhl. Ne, den packen wir ins andere Gebäude. Aber die Übungspuppe hier, da können wir auf jeden Fall üben ein bisschen. So, die packen wir dahin und in das Haus. Warte mal, da muss auf jeden Fall erstmal der Baum noch weg. So, die Kaffeepflanze kann ich einsammeln. Holz nehme ich mit. So, dann haben wir hier eine Kommode stehen. Ein Kerzenständer. Und noch ein alter Schaukelstuhl. Schön vors Fenster. Wunderbar. Kann ich den noch benutzen? Nee, eigentlich nicht. Gut, haben wir hier ein kleines Häuschen eingerichtet. Haben sogar noch 2 Weltenstücke, die wir jetzt dran packen können. Hier sind wir soweit fertig. Wollt ja vielleicht sogar noch den See hier zu Ende bringen, ne? Dass der hier einmal geschlossen ist. So, jetzt fehlt mir natürlich noch 2 Weltenstücke eigentlich. Müssen wir halt noch mal ein paar Blaubeeren ernten. Weiß gar nicht, wenn ich hier Stein. Okay, das reicht auch für Erfahrung. So, dann schauen wir mal. Könnte man das theoretisch gesehen noch verbinden miteinander. Aber ich denke mal, das war jetzt ein schöner Abschluss. Und wir haben auch die komplette Geschichte erlebt. Von Ayana. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem neuen LP wieder. Und ich bin schon echt gespannt, was wir uns als nächstes anschauen werden. Das Spiel war auf jeden Fall richtig entspannt. War manchmal auch ein bisschen stressig. Ich bin auch gestorben das ein oder andere Mal. Aber damit kann ich ja persönlich auf jeden Fall leben. So, das letzte Weltenstück. Die Frage ist, packt man das hier unten hin oder packt man das hier als Verbindung hin? Das müsste ja eigentlich hier reinpassen, ja. Sehr schön. Dann können wir uns nochmal unsere Welt anschauen. Der See ist geschlossen, hier ist der Eissee, Wald. Sieht schon großartig aus. Wüste, Canyons, Corpse Creek. Das Ende aller Sachen. Und hier haben wir unsere Minenschächte, da haben wir 2 Stück. Und ich würde sagen, jetzt ist es Zeit, ab ins Bett zu gehen. Und dann sehen wir uns in einem neuen LP wieder. Ich werde die Tür schließen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich gehe schlafen. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.